Der Sommer ist leider vorbei und wir gehen jetzt in Richtung Herbst. Das bedeutet auch, wir haben die Apfelzeit erreicht. Ich zeige dir also auch in diesem Video, wie man aus einem leckeren Apfel solche einfachen, aber dennoch simplen Apfelscheiben in Blätterteig zubereiten kann. So sollte das Ganze am Ende aussehen und das ganze Rezept zeige ich jetzt in diesem Video.